Youngstage ist das einzige Zirkusfestival seiner Art in der Schweiz und es findet jedes Jahr hier auf der Rosenthalanlage in Das Zelt in Basel statt. Man sieht junge Profiartisten, die direkt ab der Zirkusschule kommen oder erst seit kurzem quasi auf dem Markt sind oder den Beruf ausüben. Wir haben mehr oder weniger nur Neuentdeckungen, weil auch eben viele Fachleute aus der ganzen Welt an diese Festivals reisen, um die neuesten Trends zu begutachten und auch Artisten direkt zu buchen. Das Publikum kann eigentlich dabei sein, wenn die Stars von morgen geboren werden. Ich habe viele Festivals gesehen in den letzten 20 Jahren, aber das war das atemberaubendste und ich bin hin und weg und für die Jury war es ein Wahnsinn, das beurteilen zu müssen. Die Teilnehmer erhalten die Chance, attraktive Preisgelder und auch Engagements in Zirkussen, TV-Shows und Varietés zu gewinnen und können am Festival selbst wichtige Kontakte, internationale Kontakte zu Agenten, Zirkusdirektoren und Showproduzenten knüpfen. Bei der Auswahl der Artisten legen wir besonderen Wert auf moderne Darbietungen. Der Zirkus wandelt sich im Moment sehr stark. Die Shows finden nicht mehr in der Manege statt, sie finden oft auf Bühnen statt, die Shows werden inszeniert, die Musik, die Kostüme ändern sich und genau das ist das Ziel von Youngstage. Der Zuschauer sieht quasi den Zirkus von morgen in einer modernen Bühnenshow. Die Infrastruktur von Das Zelt bietet eigentlich die ideale Location für die Austragung des Festivals. Adrian Steiner, der Direktor von Das Zelt, war ja ehemaliger Profiartist. Wir haben früher selbst zusammen Zirkus gemacht, sind zusammen auf der Bühne gestanden. Deshalb haben wir mit ihm eigentlich den idealen Partner für ein solches Festival gefunden. Heute werden ein bisschen die Regeln gebrochen. Es wird experimentiert und die Zirkuswelt, wie sie eben heute ist, neu, frisch präsentiert. All unsere Acts sind da, um euch allen zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, die Weltbühne zu erobern.